Einen derart großen Event wie den Weltjugendtag zu veranstalten, fordert ein Übermaß an Einsatz, Anstrengung und Geld. Wie bereitet sich die Kirche in Australien darauf vor? Erzbischof Hicke von Perth beschreibt die Situation. Es herrscht große Begeisterung. In jeder Diözese beten Leute dafür. Jede Schule bringt Geld auf, damit Jugendliche kommen können. Jede Jugendorganisation versucht hinzukommen. Es herrscht also große Begeisterung. Aber es kostet auch sehr viel Geld. Also versuchen alle, Geld aufzutreiben und lokale Events zu veranstalten, um das spirituelle Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es sich um eine wunderbare Sache handelt. Weil die Kosten für die Teilnahme am Weltjugendtag sehr hoch sind, helfen einige Bischöfe, die Finanzierung zu sichern. Es ist teuer, nach Australien zu kommen. Es ist ein langer Weg von Europa. Es ist ein langer Weg von jedem Kontinent auf der Welt. Dennoch glaube ich, dass jeder Bischof eine Stiftung einrichten könnte, die jungen Menschen ermöglicht zu kommen. Das wäre die Mühe wert. Ich habe hier in Italien schon viele Bischöfe getroffen, die genau das tun. Sie laden junge Menschen ein, hinzufahren. Und wenn das Geld fehlt, werden Sammlungen durchgeführt. So bekommen sie die Möglichkeit, zum Weltjugendtag in Sydney zu kommen. Sydney for the World Youth Day.